Hi zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio Megabase in der Version 0.17. Heute kümmern wir uns in erster Linie mal um diesen Burschen hier, die Artilleriewaffe und beziehungsweise die Artillerie im Allgemeinen. Und dann machen wir die lila Wissenschaftspakete hoffentlich fertig. So, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich habe übrigens was Cooles entdeckt. Wenn man hier Rechtsklick macht, also kopieren, Shift-Rechtsklick und hier Shift-Linksklick, dann nimmt er automatisch eine Anzahl davon rein. Wir brauchen aber noch Kunststoffstangen. Kunststoffstangen werden wir mit dem hier uns holen. Hoffentlich irgendwie. Das wird wieder ein Abenteuer. Okay. Schauen wir mal. Haben wir hier Logistikrobot 8200. Ach ja, Donald. Wenn es mehr nicht ist. Okay. Passive Anbieterkiste. Mhm. Und jetzt brauchen wir nur noch eine aktive Anbieterkiste hier hinten. Boah, nee, das geht nicht. Shit, 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 shit. Oh, das wird echt knapp. Okay, eine aktive Anbieterkiste. Okay. Und jetzt möchte ich hier Kunststoffstangen haben. Ich würde sagen 1000. Und dann holen wir unseren Zug mal hierher. So, volle Frachtladung. Genau. Und hier machen wir draus Fracht. Sprengstoff ist gleich 0. Oder Fracht. Der hier ist gleich 0. Okay. Ja gut, die kommen eigentlich ran. Dann bin ich ja beruhigt. Meine Befürchtung war jetzt wirklich, dass wir das vielleicht nicht so hinbekommen. Oh. Ja, wir bekommen immer massivere Angriffe. Aber vielleicht können wir uns dem jetzt dann bald entledigen. Wenn wir schon mal dabei sind, ich habe hier so ein Artillerie-Zielfenster schon mal gemacht. Mit dem könnte ich dann sagen, ey, pass mal auf, hier angreifen. Sobald halt die Artillerie in Reichweite ist. So, was brauchst du noch? Komm, weißt was? Wir fahren mal zurück, damit wir hier weiterkommen. So eine Artillerie ist relativ günstig eigentlich. Also im Verhältnis. Gerade mal 60 Beton. Oh. Oh, leck, schaut euch mal das an, was da jetzt reinkommt. Es gibt natürlich auch einen riesengroßen Nachteil. Und dieser Nachteil ist, dass diese Kanonen hier ein Platz pro Kanonen-Dings hernehmen. Also, ja, es ist etwas ärgerlich. Wir brauchen Beton. Beton, Beton, Beton. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Erweiterte Schaltkreise. Brauchen wir 120, die haben wir. Eisenzahnräder benötigen wir 240, die haben wir noch nicht. Dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen mehr. Dann brauchen wir Stahlträger 360. Nein, 600.
habe ich da jetzt wieder gerechnet? Ich möchte ja 10 Stück bauen. Ich brauche 200 davon. Okay, nehmen wir das mal. Hallo, Mr. Stahl. Ach, du bist gerade erst. Ja, komm. Ach ja, das erklärt es natürlich. Aber nicht verzagen. Wir haben noch andere Möglichkeiten, an den Stall zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, und 10 Stück. Bam. Wie lange dauert das jetzt? 400 Sekunden. Okay, dann gehen wir dabei hoch. Ich nehme das übrigens gleich im Anschluss zur letzten Folge auf. Also nicht wundern. Ich war jetzt halt eigentlich nur hier, um mal ein bisschen Materialien zu holen. So, da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay, schaut schon mal gut aus. Okay, perfekt. So. Dann läuft noch ein bisschen Stahl mit runter. Also wie der Spaß hier runterläuft und der Spaß und das da. Hoppala. Okay. Okay, irgendwo gibt es auf jeden Fall ein Problem. Von hier kommt nichts durch. Ach ja, man sollte vielleicht diese Leitung hier auch noch mit anschließen. Inklusive dem Untergrund. Ab in den Untergrund. Ups. Dann funktioniert das hier, denke ich mal, um einiges besser. Okay. Gut. Habe ich schon wieder keinen Untergrund mehr mit dabei. Okay. Wie kann das sein, dass ich keinen Untergrund... Ah, ich habe einen Haufen verbraucht, gell? So, dann machen wir das doch mal wieder einfacher. Wer sagt, dass die Bänder hier von unten laufen müssen? So, perfekt. Okay, was benötigen wir denn dann als nächstes noch? So, jetzt schaue ich mal wieder auf mein schlaues. Interessant. Auf mein schlaues Bildchen. So, richtig. Okay. Die Frage ist, was wir als nächstes bauen möchten. So. Also. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder runter und hole mir noch mal ein paar Bänder. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt so viel benötige. Seltsam, seltsam. Okay. Ach, Radar benötigen wir auch noch.
gleich haben wir das erste. Boah, wir haben doch... Ich glaube, das braucht Strom, oder? Schauen wir mal, wie das von der Reichweite her... Nee, es braucht nur Munition. Hammer. Also einmal Munition haben wir. Munition. Sehr schön. Aber ich glaube, den kann man mehrfach befüllen. Wenn ich jetzt hier die rein tue. Ja, genau. Und jetzt... Wenn ich hier auf M gehe... Das ist das Falsche. Ach ja, das hier ist der Radius jetzt. Ja? Ah, interessant. Also ich müsste das Zeug jetzt nehmen, hier unten hingehen. Dann könnte ich das jetzt zum Beispiel beschießen. Boah, das machen wir. Aber ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen mehr davon. Und ich brauche eine Ich will eine Atombombe mitnehmen. Ich will 10 Atombomben mitnehmen. Hallo. Wenn man 10 Atombomben hat, dann nimmt man 10 Atombomben mit. Oder? Wo wird angegriffen? Hier. Mhm. Ah, nee, da will ich nicht hin. Ist mir zu weit weg. Lalalala. Zu nichts kommt man hier, ey. Also, wir haben ja in der letzten Folge ausgemacht, dass es Rache gibt. Und es gibt Rache. Ah ja. Es wird sich noch jeder erinnern können. Wir hatten einen Außenposten hier. Der ist jetzt weg. Aber man muss dazu sagen, wir hatten dort auch ein Beißernest. Wenn ich fertig bin, ist es auch weg. La, da, da, da. Ich meine, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich finde eigentlich schon, dass so außerirdische Spezies einfach uns... Okay. Das ist mir nicht aufgefallen, dass es so viel Reparaturbedarf gibt. Hallo? Nee, also was ich sagen wollte ist, ich finde es mehr als nur fair, dass die außerirdische Spezies, die hier beheimatet ist, vor uns weicht. Ja, das ist schon ganz, ganz wichtig. Wir sind halt jetzt halt einfach die, warte, es gibt doch da diesen Fachbegriff, Alpha-Primaten, ja. Die Spitze in der Nahrungskette sozusagen. Nein, ist natürlich jetzt halt nur Rollenspiel. Ja. Muss man schon mal auch dazu sagen. Okay, also wie funktioniert der Spaß jetzt? Ich, wenn dieses Teil hier in die Hand nehme, dann ist der Radius um einiges größer. Ja. Und jetzt kann ich hergehen und kann sagen, ich möchte ein bisschen was davon zerstören. So. Die greifen uns natürlich jetzt auch an, ja, muss man auch dazu sagen. Aber ich meine, aus sicherer Entfernung ist das mehr als nur tragbar. Artillerie, gell? Ah, ich habe nichts mehr. Ah ja. Könnte aber ganz ausreichen. Wer weiß? Kommt noch einer? So, und jetzt kommt natürlich die Armee. Hallo, meine Bots sollten vielleicht nicht unbedingt rumfliegen. Ja, genau, der ist halt jetzt aus. Das hilft nicht. Das hilft nicht. Aber wir haben uns gerecht. Habe ich zu viele Türen, Tore dabei? Nein. Okay.
Da kommt der wieder rein. Also unsere Rache ist natürlich noch nicht beendet. Ja, das wird jeder vernünftige Mensch verstehen. Schaut euch mal das an. Nichts mehr ist übrig. Nichts mehr. Ich wollte eben ehrlich gesagt einfach mal... Ja, nee, das ist, man merkt schon einen riesen Unterschied. Die haben ja im Endeffekt... Atombombe? Nein, ich benutze doch keine Atomwaffen. Wie, da hat jemand überlebt. Die haben doch den persönlichen Laser einfach genervt. Ja, Frechheit. Ich glaube, ich möchte noch ein Atombömmchen benutzen. Und Demon, und seitdem ist... Also, habe ich es noch nicht getestet. Okay. Brumm, brumm, brumm. Und tschüss. Muss aber sagen, dass die Uranmunition schon ziemlich stark ist eigentlich. Ja, Atombombe ist schon der Hammer. Die macht schon nochmal einen großen Unterschied. Oh Gott, ich komme hier nicht raus. Nein! Ja, gehen wir hier rein. Okay, ja, nicht mehr. Die Rache war gerade vorhin besser. Rein theoretisch können wir uns jetzt nochmal alles anschauen. Und, wo ist die letzte? Eine kommt noch, oder? Ungefähr hier hin. Genau. Ups. So, jetzt hast du reparieren. Danke. Okay, im Rest kommen sie zusammen. Atombombe haben wir gesehen. Nein. Ganz wichtig, hier ist alles live. Ja, wenn ich sterbe, dann bekommt ihr das mit. Und ich sag's euch auch. Ich habe jetzt übrigens mal nachgeschaut. Wir sind jetzt halt mittlerweile bei knapp 70 Stunden an Gameplay. Ich meine, ihr habt nicht alles gesehen, ja. Es gibt mal einfach mal ein paar Mal AFK-Session oder da was fertig bauen, dort was fertig bauen, etwas vorbereiten. Also das sind ungefähr 15 Stunden, ja, 15, 20 Stunden was. Und den Rest habt ihr alles gesehen. Also ihr wart eigentlich in dem gesamten Aufbau mehr oder weniger mit dabei. Ja? Klar, ich meine, jetzt in Folge, was sind wir jetzt, 64? Wollt ihr nicht nochmal sehen, wie ich einen Bahnhof baue, der standardmäßig ist mit allen anderen, die ich bis jetzt gebaut habe. Ja, es ist nichts Besonderes. Kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Also. Jetzt ist die Frage, wie viel von den grünen Bändern, das wir hier brauchen. Okay, eigentlich nur eins. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ach ne, das ist ja 1:1 Verhältnis, gell? Ich glaube, ich habe mich mal wieder vertan. Wir brauchen von den Grünen nie wieder bloß eins. Naja. Also ein halbes Band sogar bloß. Aber da kommt das hin, 27. Ja, nee. Ein bisschen mehr als ein halbes Band brauchen wir. Naja. Okay, dann schauen wir mal. 22,3.
bei der Produktion von Produktivitätsmodulen und dem hier. Okay. So, da brauchen wir Strom. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, das sind 24. Ich brauche 22,3. Naja, also du kommst weg. Du kommst weg. Ich meine, um die 0,3 geht es mir jetzt ehrlich gesagt heute nicht aus. Um die geht es mir heute nicht, so ist es richtig. Gut. Boah. Immer noch da unten schon wieder. Ah ja, dann werden wir uns wohl als nächstes da unten mal drum kümmern hier. Oh, funktioniert ja schon wunderbar. Sehr schön. Aber ich glaube in die falsche Richtung, hm? Außer ihr Kandidaten. Oh nein. Hallo. Ach, da oben will auch noch jemand Ärger haben. Nee, 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 nee. So nicht. Okay, passt. Gut, dann haben wir jetzt im Endeffekt eigentlich nur noch die wunderbaren elektrischen Kumpels zu bauen. Die elektrischen Schmelzöfen. 2. Okay, was brauchst denn du alles? Mr. Schmelzofen. Mr. Schmelzofen benötigt. Lichtbogenofen, so ist es ja. 10 Stahlträger, 5 erweiterte Schaltkreise, 10 Ziegelstein. Okay. Ja, sicher benötigt er das. Okay, hier kriegen wir doch mal fast ein Problem. Ich glaube, wir haben zu wenig Stahl. Also zu den Stahllinien. Oder kann ich von hier noch irgendwas abziehen? Nicht wirklich.
Okay. Schneiden wir das Ganze aus. Fügen sie ein, zwei Runden ein, damit ich mehr Platz habe. Okay. Immer noch du? Ja. Also wir haben jetzt hier 2, 4, 6. 12 Stück brauchen wir insgesamt. Gut. Ja, lass das seltsam. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das hier einfach mal wieder rückgängig. Wir brauchen nämlich ein bisschen mehr als... Ah, ich müsste das eigentlich bypassmäßig machen, irgendwie. Ich hoffe mal... Bevorzugter Eingang links, bevorzugter Ausgang auch links. Okay. Das hier sollte dann funktionieren. Ups. Dann haben wir das hier noch. Da kommt dann unsere Ziegelsteine. Aber wir müssen ja unsere Backöfen auch irgendwo hin machen. Die kommen dann dahin. Ups, falsche Richtung. Nicht schön, aber einzigartig, würde ich mal sagen. Nicht schön, aber einzigartig. Okay. So, jetzt hoffe ich, dass ich... Oh yeah. Wie ich es liebe. Haut also genau um diesen Teil da in der Mitte nicht hin. Ich kann da noch einen hin platzieren. Könnte sogar da noch einen hin. Okay, das ist definitiv nicht schön. Aber einzigartig. Wie ich ja bereits schon erwähnte gerade. Ah, okay. Hä? Ich gedacht, irgendwas ist doch komisch. Wow, jetzt braucht er schon lang, um zu speichern. Ah, das ist aber richtig. Okay, dann brauchen wir das noch. Man natürlich unten noch mal drüber. Ups. Ja. Okay. Also normalerweise sollte ich jetzt halt einfach nur hier ein bisschen Material holen. Ja, ja. Bist du zu eigentlich schon fertig? Hergestellt 379, 705. Oh, Respekt. Gib mir all den Stoff, meins. Okay, perfekt. Wenn wir schon mal dabei sind. Komm, zur Feier des Tages.
gönnen wir uns noch mal ein bisschen, hm? Ach ja, das mit dem persönlichen Laser, das stört mich ehrlich gesagt fast ein bisschen. Weil der war schon zwar OP, ja. Aber ich brauche halt jetzt doppelt so viel. Also, um die Hälfte zu kürzen, ist halt schon ein bisschen krass, finde ich persönlich. Und wo sind meine Backöfen? Na, hopp. Ah ja. Hier nicht. Ups. Ah. Mr. Backofen. Komm, setz durch. Passt. Perfekt. Und unsere erste lila Wissenschaft läuft schon hier vom Band. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oben in den Zug rein. Hammer. Gut. Dann gehen wir mal ein klein wenig Artillerie spielen. Bam, bam, bam. Ich werde übrigens jetzt dann, wenn ich es nicht vergesse, das ist jetzt die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Wenn ich es nicht vergesse, dann werde ich demnächst mal ein klein wenig durch die Pampa laufen und mit Atombomben spielen. Ich habe jetzt wieder 10 Stück. Warum bloß? Nee, weil es wird nimmt einfach überhand. So. Artillerie. Und? Wie? Nur 15. Menno. Ich kann aber hier noch ein zweites hinstellen. Das ist kein Problem. Ups. Das war nicht sehr schlau von mir. Okay. Dann gucken wir mal. Also, ich habe das hier. Wir haben hier noch einen Kandidaten. Da, 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 da. Ah, leider kann man den nicht wieder zurück tun. Oh. Sonst noch was in Range? Ja. Also, wie ich das verstanden habe, ist der Kreis, der da außen rum ist, die Anzeige, was alles zerstört wird. So, alles, was von diesem Kreis berührt wird, wird zerstört. Sehr schön. Jetzt sollte man vielleicht mal überprüfen, wie viel das wir noch haben. Hier 3 und hier auch 3. Oh yeah. Ja, also man braucht schon eine gute Verteidigung, wenn man mit Artillerie spielt. Das wusste ich. Oh, hier kommt der nächste. Lauft noch ein schön her zu mir. Freunde der sterbenden Nacht. Gut, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, mein Name ist Erakul. Ciao.